Herzlich willkommen bei Brandon Mundos Astrophysik TV. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit einem offenen Sternhaufen Messier 7. Es handelt sich um ein ganz besonderes. Nicht weil es ein Sternhaufen ist, sondern Messier 7 ist das südlichste Messierobjekt. Also kein Messierobjekt befindet sich so südlich wie Messier 7 sozusagen. Aber es hat noch andere Besonderheiten. Dieser Sternhaufen besteht aus insgesamt 750 Sterne und ungefähr 80 von denen sind heller als 10 Magnituden. Und das ist schon extrem. Die Entfernung wird mit 800 bis 1000 Lichtjahren angegeben. Und das Alter wird mit ca. 220 bis 260 Millionen Jahren geschätzt. Warum das so geschätzt wird, dazu kommen wir auch noch im nächsten Video zu reden. Der Durchmesser liegt bei 20 Lichtjahren. Also es ist unvorstellbar, dass innerhalb von 20 Lichtjahren sozusagen sich 750 Sterne sich befinden in diesem Umkreis. Dieser Stern befindet sich nördlich von Lesat und nähert sich uns mit einer Geschwindigkeit von 14 km pro Sekunde. Und jetzt kommt eine ganz große Besonderheit. Dieser Sternhaufen ist schon seit der Antike bekannt. Claudius Ptolemäus war der Erste, der diesen Sternhaufen im Jahr 130 erwähnt hat. In Mitteleuropa ist dieser Sternhaufen jedoch nur schwer beobachtbar. Dieser Messier 7 wird sozusagen auch als das Ptolemäus-Sternhaufen bezeichnet. Hat euch gefallen? Bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen.